Worin bestehen die vielleicht wichtigsten Eigenschaften von Menschen? Eigenschaften, die uns von jeder anderen Art auf unserem Planeten unterscheiden. Da ist zum einen die Fähigkeit, langfristig zu planen und kurzfristige zugunsten langfristiger Vorteile aufschieben zu können. Und dann ist da zum anderen die Fähigkeit, die Perspektive anderer Menschen einnehmen zu können und diese zu verstehen. Also nicht in der eigenen Perspektive verhaften bleiben, sondern auch die Perspektive wechseln zu können. Warum ist diese Fähigkeit zum Perspektivenwechsel eigentlich so wichtig? Nun, wir benötigen sie praktisch tagtäglich, also auf Schritt und Tritt. Wenn ich beispielsweise Vorträge halte, dann muss ich mich in die Lage der Zuhörer versetzen. Ich muss verstehen, was die Zuhörer bereits wissen und was ich ihnen zumuten kann. Ich muss auch verstehen, was sie noch nicht verstehen. Nur dann kann ich ein guter Lehrer sein. Nun, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel ist auch sehr wichtig in der ökonomischen Theorie. Wenn ich beispielsweise ein ökonomisches Problem mit spieltheoretischen Methoden analysiere, dann muss ich mich fragen, wie sieht die Welt aus der Perspektive der verschiedenen Entscheidungsträger aus? Welche Interessen haben diese? Wie werden diese Interessen von den anderen Akteuren wahrgenommen? Werden sie als legitim erachtet oder als unmoralisch? Die Fähigkeit, die Perspektive des anderen einzunehmen, ist praktisch eine der wichtigsten Komponenten der modernen Spieltheorie. Und mindestens 10 Nobelpreise in den Wirtschaftswissenschaften in den letzten 30 Jahren sind an Personen gegangen, welche die Spieltheorie weiterentwickelt haben oder sie systematisch verwendet haben. Aber der Perspektivenwechsel ist nicht nur wichtig an der Universität, beim Bücherschreiben und beim Vorlesungen geben. Er ist doch wichtig im Alltagsleben, im Geschäftsleben, im Familienleben. Wenn ich beispielsweise meinen Kindern ein Geschenk machen möchte, dann muss ich verstehen, woran sie sich erfreuen. Oder wenn ich Kunden gewinnen will, wenn ich zur Eigenkapitalstärkung Partner für mein Unternehmen gewinnen will oder wenn ich Verhandlungen zum Erfolg führen will, immer muss ich die Fähigkeit ins Spiel bringen, die Perspektive des anderen zu verstehen. Angesichts der überragenden Bedeutung von Perspective Taking ist die kommende Academy of Behavioral Economics daher dem Thema The Power of Perspective Taking, Tested Tools for a Post-Pandemic World gewidmet. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass Perspective Taking nicht bloß eine individuelle Fähigkeit ist. Es ist zwar auch eine individuelle Fähigkeit und man kann diese lernen und es ist wichtig, dass man sie lernt. Aber diese Fähigkeit, die Perspektive des anderen einzunehmen, beruht auch ganz entscheidend auf der Verfügbarkeit empirischer Informationen über die Interessen und das Verhalten anderer Menschen. Unternehmen müssen beispielsweise verstehen, wie ihre potenziellen Kunden ticken, wie ihre Mitarbeiter ticken, was die Kapitalgeber erwarten vom Unternehmen und wie sie das Unternehmen wahrnehmen oder wie die Öffentlichkeit das Unternehmen wahrnimmt. Und in Zeiten des raschen Wandels, zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, wird diese empirische Information häufig relativ rasch obsolet. Das heißt, was in der Vergangenheit gültig war, gilt heute nicht mehr. Die Kunden entwickeln neue Bedürfnisse, die Mitarbeiter entwickeln andere Bedürfnisse und neue technische Möglichkeiten verändern die vorhandenen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. All das trägt dazu bei, dass altes Wissen sozusagen veraltet im wahrsten Sinn des Wortes, also obsolet wird und dass wir neue empirische Informationen benötigen, wie denn Kunden, Mitarbeiter, Kapitalgeber und Öffentlichkeit ticken. Die Academy of Behavioral Economics ermöglicht es daher, dass sie lernen, mit welchen Werkzeugen man an die Informationen herankommt, die erfolgreiches Perspective Taking erst möglich machen. Sie werden erfolgreiche Beispiele lernen, in denen Unternehmen empirisch fundiert erfolgreich die Perspektive ihrer Kunden, ihrer Mitarbeiter etc. einnehmen konnten. Sie werden dadurch ihre Kunden, ihre Mitarbeiter und ihre Geschäftspartner besser verstehen. Und damit können Sie besser auf deren Bedürfnisse eingehen und für alle Beteiligten mehr Wert schaffen. Ich freue mich daher, wenn ich einige von Ihnen bei der Academy begrüßen darf. Warum ist die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel so wichtig? Und warum wird uns diese Fertigkeit den Weg aus der Pandemie erleichtern? 7 anerkannte Verhaltensökonominnen und Wissenschaftlerinnen haben in ihren aktuellen Forschungsarbeiten Antworten auf diese Fragen gefunden und werden diese mit Ihnen teilen und diskutieren. Hans-Joachim Voth, was können wir aus der historischen Evidenz früherer Pandemien für unseren postpandemischen Weg lernen?
Felix Oberholzer G spricht über strategische Werkzeuge, die uns helfen, mit Kreativität zu jenen neuen Strategien zu kommen, die den Perspektivenwechsel inkludieren. Raffaella Sadun zeigt uns, warum gerade soziale Kompetenz eines der wichtigsten Tools für CEOs sein wird, wenn sie postpandemische Strategien erfolgreich implementieren wollen. Süle Alan und Göste Korecikulu Ijakuglu präsentieren ihr Experiment Improving Workplace Climate in Large Corporations. Die Ergebnisse zeigen, warum Vertrauen in der Arbeitswelt eine zentrale Rolle spielt. Matthias Sutter teilt seine Ergebnisse zu Leadership und Perspektivenwechsel mit Ihnen und diskutiert die wesentlichsten Prinzipien, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Ernst Fehr, der führende Verhaltensökonom, wird diesmal ganz praktisch. Er spricht über eine evidenzbasierte Toolbox, die einen erfolgreichen Perspektivenwechsel ermöglicht. Ergänzt wird dieses postpandemische Strategiepaket durch 6 Praktikerinnen. Sie teilen mit Ihnen Erkenntnisse und Erfahrungsberichte zu evidenzbasierten Werkzeugen, die Sie in Ihren jeweiligen Unternehmen bereits ganz konkret angewendet haben.